So, die nächste Rednerin ist für die Grüne EFA-Fraktion Frau Rebecca Harms für 1 Minute 30. Sehr geehrter Kollege, niemand hindert Sie, Sie haben ja gesprochen. Eine Vorbemerkung zum Bericht und seiner Struktur. Der Bericht setzt keineswegs IS und den russischen Staat gleich. Der Bericht beschäftigt sich mit zwei Herausforderungen durch Propaganda und hat deshalb auch zwei unterschiedlich strukturierte Kapitel. Also die Herausforderungen durch russische Propaganda und die Herausforderungen durch das, was der IS im Netz macht, sind völlig getrennt bearbeitet. Zweitens, ich glaube, dass es höchste Zeit gewesen ist, dass sich das Europäische Parlament mit den Herausforderungen des Krieges um Informationen tatsächlich einmal beschäftigt und zu guten und klugen Schlussfolgerungen kommt. Ich finde das sehr richtig, gerade nachdem wir jetzt noch mal in den Vereinigten Staaten im Wahlkampf oder auch vorher in der Brexit-Kampagne beobachten konnten, wie Propaganda Einfluss nimmt und wie Propaganda darauf zielt, auch innerhalb der Europäischen Union Zusammenhänge zu schwächen. Meine Fraktion und ich sind überzeugt, dass die Kernbotschaften des Berichtes, dass die sehr gut sind, nämlich, dass wir Propaganda erkennen müssen, dass wir Lügen erkennen müssen, dass wir systematische Verbreitung von Lügen erkennen müssen. Dafür ist die Stratcom bei Frau Mogherini gut, aber sie ist nicht stark genug, um das zu leisten, was sie leisten muss. Darüber muss diskutiert werden. Umgehen dann mit den Lügen wollen wir nicht mit eigener Propaganda, sondern wir wollen qualitäts- und unabhängigen Journalismus fördern, um eben für Information und Aufklärung gegen Propaganda zu sorgen. Danke. Aufmerksamkeit. Okay.